Also ich will herzlich willkommen zu unserem Anfänger U10, U12 Training. Ihr habt ja wahrscheinlich das jetzt schon mitbekommen, dass wir die nächsten 3 Wochen immer noch über das Video trainieren müssen. Daher auch nochmal an euch die Aufforderung und das Angebot, wenn ihr Lust habt, eine Gürtelprüfung zu machen, müsst ihr an mich eine E-Mail schreiben. Ich habe das ja alles auf unserem Newsletter oder auf der Homepage steht es drauf. Da habe ich es draufgesetzt. Am besten mir eine E-Mail schreiben, dass ihr gerne Prüfung machen möchtet. Und ich habe ja die ganzen Prüfungsprogramme auf die Homepage gestellt. Ihr könnt es gerne mit eurem Partner, mit dem Freund, mit dem Judo-Kumpel zusammen üben, auch mit eurer Puppe. Und dann machen wir per WhatsApp-Video, machen wir dann die Prüfung. Ein bisschen was Neues. Dieser Weg alles schon durchgetestet und das funktioniert auch ganz gut. Ja, also wer Lust hat, Prüfung zu machen, macht die Prüfungsprogramme durch und dann könnt ihr vor Weihnachten noch die Prüfung machen. So für heute, wir bauen wieder da auf, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Brauchen wir natürlich unsere Puppe oder einen Partner. Wir brauchen wieder eine Decke oder eine Matratze. Ihr braucht diesmal euer Gummiband. Ja, also ich habe euch ja bei der letzten Schließung, wo wir zumachen mussten, habe ich allen gesagt, sollt euch so ein Gummiband besorgen. Das haben die meisten. Wer keins hat, darf auch gerne seinen Judo-Gürtel nehmen. Funktioniert auch. Mit dem machen wir uns gleich warm. Heute also ein bisschen Gummibandtraining, kein Spiel oder sonstiges, sondern heute sehr judonahes Training. Also besorgt euch euer Gummiband, besorgt euch einen Partner und dann legen wir gleich los. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr das Gummiband festmacht am besten. Dazu müsst ihr mit eurem Bildschirm, den ihr da habt, egal ob es jetzt Handy oder Tablet oder Video ist, ein bisschen in der Nähe von einer Türe gehen, weil wir machen das Gummiband in der Türe fest. Also besorgt euch schnell euer Gummiband. Vielleicht hat ja auch Mama und Papa eins. Die meisten haben das Ding ja irgendwie daheim irgendwo rumliegen. Also ein Gummiband oder ein Judo-Gürtel. Das ist nicht ganz so anstrengend wie ein Judo-Gürtel. Aber man kann das trotzdem machen. Was wir heute machen, dann könnt ihr euch so ein Gummiband kaufen. Gibt es eigentlich jeder Supermarkt oder viele Supermärkte haben das oft im Angebot. Oder jedes Sportgeschäft hat so ein Band. Heißt Terraband. Oder Deuterband, obwohl die Deuterbänder sind für euch zu stark. Holt ihr ein Theraband. Und dann legen wir auch los. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das festmacht. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Ich nehme jetzt diese Matratze hier und das ist meine Türe. Ja, wenn die Türe so aufgeht, hat ihr außen eine Klinke, dann macht ihr das Ding fest in der Klinke. So hängt es ein und dann macht ihr die Türe zu. Und dann hängt das Gummiband so da. Also außen festmachen, nicht innen festmachen an der Klinke, sonst kann es sein, dass mal ein paar Motzen, weil vielleicht die Klinke kaputt geht. Seit außen festmachen, Türe zumachen und dann habt ihr ein gut haltendes Gummiband. Ja, da haben wir so ein leichtes Gummiband, das ist ein bisschen zu leicht für mich. Ja, so eins wäre besser für euch, für die U10 U12. So, also macht euer Gummiband fest, legt euren Bildschirm dahin, wo ihr ihn seht. Und dann starten wir auch gleich. So, die erste Übung ist ganz einfach. Ihr nehmt euer Gummiband, ihr nehmt die beiden Enden des Gummibands in die Hand und dann geht ihr einfach so hoch und runter. So schnell ihr könnt. 1 Minute lang. Okay? Fertig und los geht's. Hoch und runter mit dem Band. Und nicht vor 1 Minute aufhören, ja? Immer schön weiter. Halbzeit jetzt. Jetzt wird es anstrengend, werden meine Arme auch schwer.
Weitermachen. Letzten 15 Sekunden. 10. Und noch 5. Und stopp. Sehr gut. Nächste Aufgabe. Ja, was man jetzt mit 10 machen kann. Nächste Aufgabe. Jetzt geht er ein bisschen weg. Und jetzt zieht ihr das Bandzeug so ran. Ja, so schnell wie möglich. Also jetzt nicht hoch und runter, sondern ranziehen hier. Wie wenn ihr die Arme eures Gegners ranziehen. Okay, fertig. Und los geht's. Schön ranziehen. Sekunden und dann gleichzeitig hochziehen. Ohne Pause gleichzeitig hochziehen. Immer so in Kopfhöhe die Hände hochziehen. Noch 20. Durchhalten. 15. Noch 10. 5. Und stopp. Gut. So, jetzt drehen wir uns um. Und jetzt boxen wir. Boxen Sie zu uns. Ihr nehmt das Band so in die Hand. Das heißt, die Finger von oben greifen. Oder Daumen von unten. Da legt ihr das Ende des Bandes rein. Andere Seite genauso. Ihr hängt euch leicht nach vorne. Und dann, wie wenn ihr dem anderen immer einen Schwinger gibt, so ein bisschen, zieht immer abwechselnd die Arme nach vorne und ballert dem eine rein. Ja? So, Achtung! Und los geht's! Na, einfach schon anfangen, könnt schon anfangen. Lasst euch nicht vor eurem Gummiband nach hinten ziehen. Schon ihr zieht es nach vorne. Noch 30 Sekunden.
20. Und die letzten 10. Und stopp. Wer es natürlich schneller machen möchte, kann es natürlich viel, viel schneller machen. Ja? Ich mache das langsam, damit ihr das seht. Ich muss sagen, langsam ist es auch viel anstrengender. So. Als nächstes stellen wir uns hin, als ob wir eingedreht hätten. So seitlich. Wir haben eine halbe Drehung gemacht. Also wir haben diese Bewegung gemacht. So, erster Schritt. Und jetzt machen wir immer Morotisionage anreißen. Das heißt, ihr reißt den an, Zughand, da wo ihr im Arm gefasst habt, geht zum Kopf hoch, dass ihr auf die Uhr schauen könnt. Anderer Ellbogen geht hier unter den Arm drunter. Und immer so ziehen. Nach 30 Sekunden sage ich Wechsel, dann wechselt ihr die Seite. Andersrum hinstehen, andere Seite. Okay? Die 10 und 12 haben das ja schon im Training gemacht, in der Corona-Zeit und auch schon ein Video gemacht. Deshalb dürfte das für die kein Thema sein. Los geht's, sag's mit langsam, damit die Anfänger und die, die es noch nicht so oft gemacht haben, das auch sehen. Alle anderen können das schon ein bisschen flotter machen. Ja? Mit der Hand habe ich den Arm gefasst, da ziehe ich am Arm, mit der anderen Hand am Revers, bums. 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 Und Seite wechseln. Mit den zwei Schritten. Wenn ihr euch daran erinnert, das ist auch das Thema bei unseren letzten drei Videos. Diese zwei Schritte. Ich drehe zum Partner ein und gehe vom Partner weg. Okay? Und das machen wir mit den Armen und mit dem Gummiband. Also, da wo ich am Revers gefasst habe, mit dem Bein gehe ich nach vorne. Da wo ich im Arm gefasst habe, gehe ich nach hinten. Okay, dann könnt ihr hier mal leicht ziehen. Wenn ich jetzt schon jetzt loslassen würde, würde ich voll nach vorne aufs Gesicht kippen. Dann gehe ich wieder andersrum raus, da wo ich im Arm gefasst habe, raus. Da wo ich im Revers gefasst habe, raus. Dann Revers, Arm, Arm, Revers, Revers. Arm, Arm, Revers, Revers, Arm, Arm, Revers. Das könnt ihr euch immer auch vorsagen. Das ist einfach. Ihr braucht das nicht so schnell machen. Das ist natürlich kein U12er, sollten das blitzschnell machen. Ja? U12er ist immer blitzschnell. Alle anderen können das gerne noch langsam machen. Und los geht's. Revers. Arm, Arm, Revers. Arm, Revers. Denkt, dass ihr einen zweiten Schritt macht, dass ihr fast auf der Linie steht. Ja? Und dann kurz ziehen und wieder zurück. Da die Bewegung sehr wichtig ist, hängen wir noch 30 Sekunden dran. Eine Minute auf die eine. Eine Minute auf die andere Seite. Noch 15 Sekunden auf die Seite. Das könnt ihr, wie gesagt, auch wieder im Judo-Gürtel machen. Ja?
Ja, funktioniert auch. Gut, Seitenwechsel. Und wieder. Revers. Arm. Ziehen. Arm. Revers. Revers. Arm. Arm. Revers. Revers. Arm. Arm. Revers. Müsst euch immer nur gut vorstellen, welche von euren beiden Händen am Arm fasst und welche am Revers fasst. Und dann sagt immer den Spruch vor, Revers, Arm, Arm, Revers. Revers, Arm, Arm, Revers. Ich habe das geschafft. Noch 20 Sekunden. Stopp. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt es alle hinbekommen. So. Dann können wir natürlich auch noch ein paar andere Übungen mit dem Ding machen. Ja. Könnte ich mal draufstellen. So ein bisschen Schulterbreite. Und dann nehmt ihr so, dass die Finger so zeigen. Also Daumen nach oben. Alles gut. So zufassen. Ja. Das Gummi ist jetzt schon bei mir gespannt. Und jetzt zieht das immer hoch bis zur Brust und lasst es wieder runter. Okay. Die, die jetzt so ein bisschen weichere Bänder haben, wenn euch das zu lahm ist, dann könnt ihr natürlich hier ein bisschen einrollen. Das schaffe ich jetzt mit dem Band nicht. Aber ihr könnt hier einfach ein bisschen kürzer machen. Dann macht es auch schwerer. Ja. Also die so weiche Bänder haben wie das hier. So, mal drauf. Ist zu laschi, dann kann ich es auch hier einrollen. Und dann gehe ich hier hoch. Okay, eine Minute lang. Fertig. Und los geht's. Schön draufstehen. Und immer hochziehen. Schön ziehen. Und stopp. Gut, jetzt kreuzt ihr die Bänder. So. Und jetzt zieht ihr es mit langen Armen so seitlich hoch. So hoch. Ja, schön weitermachen. Zehn Sekunden noch. Durchhalten. Und stopp. Gut. Nächste Aufgabe, legt euch auf den Rücken mal. Die Füße rein, Beine anwickeln, dass wir an der Brust dran haben. Jetzt könnt ihr die Knie auch breit machen. Das Band ist dann zwischen eurem Bein und dann streckt ihr die Beine. Sie werden die Kniebeuge, machen wir nachher auch gleich im Stand. So, seid ihr bereit? Auch hier, wenn es zu lasche ist, müsst ihr ein bisschen das Band einrollen. Und los geht's! Schön vor zurück.
Glocke lassen. Letzten 20 Sekunden. Und stopp. Gut. Bei den Übungen können ja ruhig eure Eltern mitmachen. Ja? Als ihr noch mal ein Gummi habt, könnt ihr auch gerne eure Eltern machen. So. Das Ganze mit einem Bein. Jetzt geht es so hoch und runter. Bisschen eine Muschelübung, nicht so schlimm. Ja, macht aber nichts aus. Könnt ruhig auch mal eine einfache Übung einfließen lassen. Ja, fertig. Und los geht's. Schön hoch runter. Bei den Sekunden. Und noch 10. Und stopp. Wechsel. Den Kopf könnt ihr immer oben halten. Ja? Ist auch gleichzeitig gut für unsere, für die Fallübung natürlich, Kopf oben zu halten. Könnt ihr mir eure Beine angucken. Und stopp. Gut. So, könnt kurz was trinken gehen, bevor wir zu den letzten Übungen kommen. So, letzten Übungen. Ihr steht wieder auf, das Gummiband drauf. Ja. Ihr geht runter in die Hocke und zieht das Gummiband hinten so über eure Schulter hoch. Geht tief und geht hoch. Und geht tief und geht hoch. Beim Tiefgehen nicht so machen. Ja. So in die Hocke, Popo, schön tief, ja, nicht so wie bei mir, im alten Mann, und ganzer Fuß auf den Boden und wieder hoch. So tief wie möglich und wieder durchdrücken. Ja? So, stell kurz die Uhr ein. Und seitlich hin. Und los geht's. Ganz in die Beine durchdrücken. Noch 30 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Fünf,
Kunststoff. Sehr gut. So. Letzte Übung. Wir bleiben so. Und jetzt, Quatsch. Wir stehen uns auf einem Bein. So, heben das Gummi so hoch, dass das Bein ungefähr im rechten Winkel ist. Und dann drückt ihr das immer nach unten. Ja, immer nach unten drücken. Genau. Okay. Ich habe da so ein bisschen eine Muschelübung. Die macht ihr rechts und links. Eine Minute. Wenn es zu lasch ist, dann nimmt das Gummi kürzer. Ja. Wenn es zu lasch ist, Gummi kürzer nehmen. Sekunden. Richtig runtertreten. Noch 10. Dann wechseln wir die Seite. Gut, Seitenwechsel. Und letzte Beinübung dann. Umgefallen und los. Jetzt, wenn der Winter schlaffig ist, müsst ihr einfach ein bisschen höher nehmen. Sekunden. Und stopp. Gut. So, können wir uns mal wegtun? Und dann kurz was trinken. Und wir starten dann gleich. Mit der Puppe. Mit der Puppe. Das heißt, wir machen die Judo-Rolle mal mit Puppe. Jetzt wird es spannend. Ha? Ihr legt eure Decke oder eure Matratze hin. Ich nehme das mal als Beispiel. Eigentlich brauche ich ja gar keine. Trotzdem nehme ich das mal als Beispiel. So, nehmt eure Puppe. Oder könnt ihr einen Rucksack nehmen. Geht genauso. Wenn ihr einen Rucksack habt, nehmt ihr hier den Schultergurt und dann umarmt ihr mich unten, so umarmt ihr um den Kopf rum. Ja? Beim Rucksack auch ganz oben, so hoch wie möglich den umarmen. Dann ladet ihr euch den so auf. Jetzt macht ihr eine Judo-Rolle mit der Puppe. Das heißt, ja, Judo-Rolle, ich zeige es nochmal. Schritt vor, Stütze, Rad, Rolle. Hä? So ist ja die Judo-Rolle. Ihr macht das jetzt mit der Puppe. Die Stütze ist der Arm. Mein Rad ist um den Kopf. So. Puppe und Rucksack aufziehen. Schritt vor. Stütze ist am Arm. Das Rad ist am Kopf. Und jetzt rollt ihr mit der Puppe über das Rad nach vorne.
Nochmal. So. Stütze ist am Arm, das Rad ist um den Kopf. Wir können jetzt irgendwie, wer es richtig machen möchte, macht gleich seine zwei Schritte und hebt die aus. Und jetzt rollt ihr über das Rad, das im Kopf ist, zeigt es mal in Zeitlupe, schwupp, so nach vorne mit der Puppe. Ja. Judo-Rolle mit Puppe oder mit einem Rucksack. Können das genauso machen, wenn ihr keine Puppe hat. So, Umarmung Kopf, Schritte rein, hoch und jetzt über den Arm nach vorne rollen. Ja, da habt ihr keinen Partner, der Angst hat oder sowas. Und ihr könnt eine saubere Judo-Rolle machen. Aufpassen mit eurem Kopf, den müsst ihr nach hinten drehen. Ja, achtet nochmal auf den Kopf. Mein Kopf geht ganz nach hinten, ich schaue, ob seine Beine weg vom Boden sind. Da gucke ich hin. Und jetzt rolle ich über das Rad hier nach vorne. Okay, eine Minute lang die U10er und die Anfänger können das auf die Seite machen, wo ihr es am besten könnt. Die U12er sollen das schon beidseitig machen. Die sollen das schon links und rechts machen. Zeit läuft. Eine Minute lang. Judo-Rolle mit Puppe. Jetzt hier Arm nach vorne holen. Und über den Arm nach vorne rollen. Könnt ihr super mit der Puppe trainieren. So dürft ihr übrigens auch beim Wettkampf werfen. Ja, vor den Karacho. Zeig es mal mit der Schlangentechnik. Jetzt zur anderen Seite. So. Schritt vor. Jetzt hier über den Arm. Kopf nach hinten. Schaut, ob die Beine weg vom Boden sind. Nach vorne rollen. Judo-Rolle mit Puppe. Auf einmal jeder. Gut und stopp. Okay. So, letzte Woche. Das soll es mal sein mit dem Fallen. Wer will, kann natürlich selber immer wieder rückwärts und seitwärts fallen, könnt ihr das selber nachholen. Ja? Das brauchen wir jetzt nicht hier einbauen, dürft ihr nach dem Training nochmal machen. So, letzte Woche haben wir diese zwei Schritte und das Anreißen. Wir haben so einen Wurf zerstückelt in vier Teile. Also ein anderes in Schritte, ein anderes Schritte ausheben und dann den Wurf. Und das haben wir mit Ogoshi gemacht. So, heute machen wir das Ganze mit Serenage. Das heißt, es ist unser zweiter Stockgriff. Der erste Stock ist der ganz unterste. Ist da unten, um den Rücken rum. Der zweite Stockgriff ist hier am Revers. Ja, das ist unser zweiter Stock. Wenn ihr ein Haus nehmt, das ist da unten das Erdgeschoss. Das ist jetzt hier zweiter Stock. Ja? Und der dritte ist dann nachher ganz oben drüben. Der kommt nächstes Mal dran. Jetzt aber hier. Und wir starten mit dem Morot des Serenage. Das heißt, diesmal habe ich, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Schuhe hinlegen. Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Schuhe hinlegen. Zeige ich es euch nochmal. Vergessen. Ihr habt ja meist eine einbeinige Puppe. Dass ihr euch besser kontrollieren könnt. Könnt ihr eure Schuhe hinlegen. Da das Bein hier. Da steht jetzt da, wo ich am Revers gefasst habe. Und das andere Bein, was hier runter geht, ist da, wo der andere Schuh ist. So, was ihr macht ist, erster Schritt da, wo ich am Revers gefasst habe, zum Schuh. Gleichzeitig anreißen. Zweiter Schritt hinten rein. Ja? Dann müsst ihr, wenn ihr da schon drin seid, müsst ihr schon tief unten sein. Hier, damit euer Ellbogen schön drunter passt.
dann katapultiert ihr ihn hoch und dann werft ihn. Ja, das machen wir jetzt in Einzelteilen. Übung 1. 15 Sekunden lang. Nur Anriss machen. Das heißt, ihr macht den ersten Schritt, aber im Brett eingefasst habt und macht nur so. Okay. Übung 2. Steht ihr raus. Dann geht es 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Denkt an das Gummiband vorher. Revers. Ja, da habe ich im Revers gefasst. Revers. Arm. Arm. Revers. Revers. Arm, Arm, Revers. Revers. Arm, Arm, Revers. Beim dritten, Revers. Anriss, Arm, tief unten ausheben. Hinstellen. Bam, bam. Hinstellen. Bam, bam. Hinstellen. Wer es schnell kann. Ja? Und beim vierten, dreimal werfen. Okay? Also, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Deshalb müsst ihr das jetzt alleine machen. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Wenn nicht, dann guckt es euch nachher nochmal an. Ihr könnt es ja zurückspulen und nochmal machen. Fertig. Und los geht's. Nur anderes hier. Nur anderes. Das, was wir vorhin mit dem Gummi gemacht haben, macht ihr jetzt. Nur anderes mit der Puppe. 10 Sekunden sind rum. Und jetzt Schritte. Revers, Arm, Arm, Revers. Revers, Arm, Arm, Revers. Noch 5. Okay, nächste Aufgabe. Revers, Arm, tief hoch. Und wieder raus. Anderes, Revers, Arm, tief hoch. Raus. Anderes, Revers, Arm, tief hoch. Und wieder raus. Und Wurf. Dreimal die Puppe werfen. Denkt dran, da auch mit dem Kopf nach hinten drehen, so wie wir es gerade beim Fallen gemacht haben. Ja? So, wenn ihr drin steht hier, Kopf nach hinten drehen, nach den Füßen gucken und dann werfen. Immer den Kopf nach hinten drehen. Sehr gut. Hat es funktioniert? Ich hoffe mal. Dann machen wir das gleich zum zweiten Mal nochmal. Seid ihr bereit? Fertig. Und ab geht's. Nur anderes. Nur anderes. Ja? Ellbogen immer reindrehen. Nur anderes. Okay? Zug, Zug, Zug. 5 Sekunden. Und Schritte. Revers. Arm. Arm, Revers. Revers. Arm. Arm, Revers. Revers, Arm, Arm, Revers. Immer die Schritte. So, und jetzt. Anriss, zack, rein, tief hoch, ausheben. Ohne werfen, nur ausheben. Wieder hinstellen, rausheben. Anriss, Revers, Arm, tief hoch, zack, und wieder hinstellen. Ja, 5 Sekunden noch. Und jetzt werfen. Dreimal werfen in 15 Sekunden. Noch 5. Und stopp. Gut. So, zweite Runde. Jetzt kommt die Schlangentechnik. Die Schlangentechnik heißt Iponzionage. Diese zwei Würfe übrigens sind die meistgemachtesten Würfe bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Ja? Ipon und Morotesionage. Solltet ihr gut und viel üben daheim. So, jetzt kommt die Schlangentechnik, der Iponzionage. Bei der Schlangentechnik halte ich immer das Revers fest. Also vorher habt ihr den Arm festgehalten, habt eingedreht und jetzt halt das Revers fest. Und bei dem ändert sich jetzt das Ganze, dass ihr jetzt den Arm loslasst. Stellt ihr das seitlich hin und was ihr jetzt macht, ist immer im Revers anreißen und die andere Hand hier unten reinschieben. So. Anriss rein, Anriss rein, Anriss rein.
Richtig da unter die Achsel, da wo es kitzelt, da muss euer Arm rein. Ja? Dann beim zweiten die Schritte, das heißt, ihr könnt so dastehen. Jetzt macht ihr 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und beim dritten schwingt ihr den Arm rein und geht mit demselben Fuß nach vorne. 1, 2 und ausheben. Tief unten sein, damit ihr dann rauskatapultieren könnt hier. Okay, damit raus. 1, 2, rein. Anderes Schritt, Schlüssel rein ins Schloss. Zweiter Schritt, tief hoch. Ich sage immer hier, Schlüssel rein, Schloss zu. Ja? Zack, zack. Okay, beim dritten, das Ganze mit ausheben, richtig, also nee, war schon drei, rauskatapultieren und beim vierten dann dreimal wieder werfen. Also eins mal anderes, zwei Schritte, das stehen bleiben, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ihr lasst den Schloss einfach hier im Schlüssel drin, den Schlüssel einfach im Schloss drin und dann geht ihr einfach mit den Füßen raus und beim nächsten 1, 2 mit ausheben. Okay, auch wieder zweimal das Ganze. Fertig und ab geht's. Nur anreißen. Eben den Schlüssel ins Schloss stecken. Zack, 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 zack. Das, was wir vorhin mit dem Gummi gemacht haben, könnt ihr jetzt hier machen. Zack, zack. Und Schloss, Schlüssel im Schloss stecken lassen und die Füße. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Durchhalten, 5 Sekunden noch. Und mit ausheben. Ganz rein, drehen, tief hoch, ausheben. Und wieder hinstellen. Immer zwei Schritte tief hoch, ausheben, wieder hinstellen. Und jetzt dreimal werfen. Dreimal werfen, los geht's. Noch 5 Sekunden. Gut, dann stopp. Okay, kurz Luft holen. Das Ganze ein zweites Mal. Und dann gibt es eine Trinkpause. Fertig und bitte nur Anriss. Anriss und Schlüssel rein. Immer anreißen, Schlüssel rein. Noch 5 Sekunden. Durchhalten. Gut, und eindrehen. Nur die Füße. Schlüssel im Schloss lassen. Hier. Und nur die Füße. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nur die Füße. Und jetzt mit ausheben. Ja? Anriss, Schlüssel und Schritt zusammen. Zack, tief und ausheben. Ohne werfen. 5 Sekunden. Und zum Schluss jetzt dreimal werfen noch. Los geht's. Drei Würfe. Noch 5. Und stopp. Gut. Kurz was trinken. So. Willkommen zum Boden. Und dann möchte ich heute mit euch nochmal Umdreher machen. Und zwar ganz am Anfang, glaube ich. In unserer ersten Runde haben wir einen Umdrehkreis gemacht. Den machen wir heute wieder. Ist was ganz Wichtiges, was ihr euch euer ganzes Judo-Leben merken müsst, da baut ganz viele Umdreher bauen darauf auf oder andere Judo-Techniken im Boden. Also Umdrehkreis, wir fangen am Kopf oben an und jetzt schiebe ich die rechte Hand oder eine Hand, von egal, könnt ihr die linke von mir aus nehmen, ich mache es jetzt nur, damit ihr es besser seht, schiebe ich hier unter seinen Arm drunter. Das heißt, sie drüben wieder auskommen.
Dann klatsche ich in die Hände. Dann machst du die Hände zusammen. Und jetzt laufe ich in die Richtung, wo der Arm so drin ist. Ich laufe rum, bis der sich dreht. Und dann halte ich ihn Munegatame fest. Ist jetzt ein bisschen mit der Puppe schwierig, weil der da eine Stütze draußen hat. Aber wenn der Bodenkampf macht, liegt der keiner so draußen. Und wenn er so draußen liegt, ist der Arm sofort angreifbar. Alle, wenn ihr euch im Boden verteidigt, liegt ihr eigentlich so da. Deshalb ist das dann einfacher. Wenn der Arm dran ist, könnt ihr das besser machen. Jetzt ist der Arm ein bisschen hinderlich. Aber egal. So, wenn ihr die Seite gemacht habt, geht ihr weiter und setzt euch auf ihn drauf. Schiebt diesmal die linke Hand unten rein, in denselben Arm, hinters Genick, klatschen. Und jetzt laufe ich wieder zum Kopf hoch. Dreh. Ihr seht schon, was passiert. Das wird ihm ganz schön wehtun hier, deshalb dreht er sich auch um. Zack, bis er auf dem Rücken liegt. Festhalten. Wichtig ist immer, sehr lang den richtigen Arm reinzutun. Ja, das ist mal das A und O. Da haben viele in der U12, zum Teil auch in der U15 Probleme, den richtigen Arm reinzumachen. So, dann setze mich wieder auf ihn drauf. Hier auf einem Pferd immer. Und schiebe die andere Hand rein. So. Fassen. Einmal rumlaufen. Und fesseln. Und zum Schluss noch am Kopf oben. Jetzt in der anderen Hand. Dann habe ich einen Kreis. Hier, hier, hier und hier. Jetzt schiebe ich die Hand hier unten rein. Fassen. Umlaufen und fester. Das ist der Umdrehkreis. Ja, da könnt ihr ein vom Bauch auf den Rücken umdrehen. Und dann, wie lange müsst ihr nochmal festhalten? Wenn welche Anfänger zugucken, erinnert euch dran, 20 Sekunden müsst ihr ihn festhalten. Ja, dann habt ihr gewonnen. Immer dran denken, 20 Sekunden. Okay? So, jetzt machen wir eine Minute lang den Umdrehkreis. Ich mache es langsam mit. Das ist alle nochmal. Seht, die U12er, die sollen es mindestens viermal schaffen. Ja, fertig und ab geht's. Also starten wir den Kopf. So. Die Hand schiebt er gerade unter seinen Arm unten rein. Klatscht in die Hände und macht zu die Hände. Und jetzt lauft ihr in die Richtung, wo der Arm drin ist. Dann seht ihr, was hier passiert mit dem Arm. Es ist wie ein kleiner Armhebel. Zack, der dreht sich um und ihr haltet ihn fest. Dann setzt ihr euch auf ihn drauf. Greift denselben Arm, den er gerade angegriffen hat, nochmal an. Mit der anderen Hand. Unten durch. Hinters Genick. Klatschen. Und wieder rumlaufen. Hoch zum Kopf, bis der sich dreht. Zack. Wieder draufsetzen. Andere Richtung, Arm rein, klatschen, rumlaufen, bis der sich dreht. Letztes Mal den Kopf hoch, unterm Arm durch, klatschen, hochlaufen. Schön die Hand hier, seht ihr das, wie es hochschiebt? Ja, dass da Spannung in der Schulter ist. Umdrehen und festhalten. Das ist der Umdrehkreis. Das ist A und O für die Bodenumdrehung. So. Und dann noch ein Umdreher für die Gelbgurte, die vielleicht Lust haben, Prüfung zu machen. Und zwar, das eine war ein Umdreher, wo der Partner in der Bauchlage ist. Dieser Umdrehkreis ist geschickt in der Bauchlage. So, und lass das im Netz machen. Da ist der Partner in der Banklage und da zieht er ihm seine Arme weg. Also, er ist in der Banklage, das heißt, sie müssen ein bisschen hochheben. So. Und jetzt fasst sie unten durch. Einmal nur den Kopf, einmal nur den Bauch durch. Hat zusammen beide Arme eingewickelt. Jetzt zieht ihr die Arme zu euch ran und schiebt gegen ihn. Und dann könnt ihr gleich so drauf liegen bleiben. So. Oder könnt ihr eine Hand zwischen seine Beine machen.
So, egal wie. Und so können wir festhalten. Das sind die Arme hier zum Beispiel voll eingeklemmt zwischen meinem Körper und seinem Körper. Ja? Also nochmal. Für die Gelbgurte, die Lust haben, jetzt Gelbgurt zu machen. Der hat sich so aufgestellt. Ein Arm geht hier unten durch. Anderer Arm unten am Bauch. Jetzt zieht er mir die Arme weg und schiebt gegen ihn. Einen um den Kopf. Die anderen könnt ihr hier machen und könnt ihr auch so festhalten. Geht auch. Hauptsächlich Brust auf Brust und haltet ihn fest. Letzte Umdrehtechnik für heute. Die hat keinen Namen. Die nenne ich immer Armwegzieher. Könnt ihr auch nochmal üben. Ich gebe euch jetzt 30 Sekunden Zeit noch für die Übung. Ist das sehr einfach. Ich mache es langsam nochmal. Den Bauch legen. Ihr müsst die Hand leicht hochheben, wieder so. Dann einen unter dem Kopf durch. Anderen unter dem Bauch durch. Arm ranziehen. Bis der kippt. Ihr schiebt mit eurem Oberkörper weiter. Arm unter dem Kopf. Drauflegen, festhalten. Gut. So, das war's mit Judo-Technik für heute. Dann machen wir unsere Abschlussübungen. Beine lang, Zehen anziehen. Wir gehen nach vorne, halten die Zehen fest. Schön die Knie nach unten drücken. Wer es schafft, kann natürlich mit der Stirn auf die Schienbeine kommen. Ganz runter mit dem Bauch auf die Oberschenkel. Schön gerade nach vorne schieben. Wer das hinkriegt, ich bin leider zu alt dafür. Aber ich weiß, es gibt da ein paar Mädels, die das super hinkriegen, ganz tief runter zu gehen. Gut, Fußsohlen zusammen. Fersen so nah wie möglich am Popo. Und jetzt drückt ihr eure Knie so nach unten. So weit wie möglich. Ich weiß, das schaffen ganz viele. Ja? Ich kriege das nicht mehr hin. Meine Muskeln hier sind ein bisschen schon zu alt für sowas. Schön runterdrücken. Gut. Fersen entfassen, Bein lang machen und mit der freien Hand noch ein bisschen hier nachdrücken. Den Fuß an die Brust ran. Die Spannung muss hier sein. Gut, Seite wechseln. Bein lang. Aufs Knie drücken. Fuß an die Brust ran. Gut, dann rollen wir nach hinten, hin am Kopf mit den Zehen den Boden berühren. Schön hoch mit dem Popo. Hochdrücken. Komm, ruhig nochmal machen. Ja, das ist eine wichtige Übung für die Wirbelsäule und für die Bandscheiben, die zwischen den Wirbelsäulen sind. Das ist eine ganz wichtige Übung. Hände zusammen dann. Hinter den Kopf, Kinn auf die Brust. Gut. Oh, und die Gefangenenübung noch am Schluss. Kennt schon, ihr liegt auf dem Bauch, ihr habt gefangen und gefesselt. Eure Hände sind hinterm Rücken gefesselt. Ihr müsst es so zusammen machen. Für Gäste, die jetzt zugucken, so hinterm Rücken. So, jetzt müsst ihr ohne Hände aufstehen. Dann müsst ihr über den Po
nach unten mit euren Armen. Beide durch. Und dann mit den Zähnen könnt ihr eure Fesseln öffnen und ihr seid befreit. So, also nochmal an euch die Aufforderung. Wenn ihr eine Prüfung machen wollt, übt dann anhand der Videos, die auf unserem Kanal sind. Und dann meldet euch bei mir an. Weil ich muss euch wieder anmelden zur Prüfung beim Württembergischen Judoverband. Deshalb meldet euch dann bei mir an, dass wir Prüfung machen können. Und ich erzähle euch dann das Weitere, wie das dann funktioniert. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleicher Zeit, dienstags, 17 Uhr, immer Anfänger U10, U12 Training. Tschüss, ciao, bye, bye. Bis nächste Woche.